Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar wieder über die FTI-Pleite, denn da gibt es seit wenigen Minuten ganz neue Mitteilungen, Informationen vom Insolvenzverwalter. Das ist für alle diejenigen von euch interessant, die jetzt eine FTI-Reise in den nächsten Wochen antreten wollten, genau genommen bis zum 5. Juli. Denn euch kann ich definitiv sagen, nach der aktuellen Meldung der DPA sind die alle storniert. Also bis zum 5. Juli findet keine Reise mehr von FTI statt, die über FTI gebucht ist. Das gilt übrigens auch für die Reisen, die über Check24 gebucht sind. Danach hofft man, dass man einen Veranstalter findet, der die Reise, das Paket oder vielmehr das Geschäft von FTI mit übernimmt. Der aktuelle Insolvenzverwalter hofft da immer noch, aber das gestaltet sich schwieriger, als man anfänglich geglaubt hat, weil einige der potenziellen Investoren sind schon wieder abgesprungen. Ich gebe euch die Nachricht aber jetzt im Detail, also Ohren gespitzt, wir starten mit den Fakten. Jetzt also doch, der Reisekonzern FDI Touristik hat alle Reisen in den nächsten 4 Wochen gestrichen, bis einschließlich 5. Juli sollen alle Reisen storniert werden. Das bedeutet, wenn ihr bis zum 5. Juli eine Reise antreten wolltet, über FTI gebucht oder mit FTI Touristik gebucht, könnt ihr vergessen, wird so nicht stattfinden. Zusammen mit dem Insolvenzverwalter und dem Reisesicherungsfonds, der spielt gleich noch eine Rolle, wurde das entschieden. Alle Reisebuchungen über die FTI Touristik, die Vertriebsmarke 5 vor Flug und die Big Extra-Touristik mit Abreisetermin bis einschließlich Freitag, 5. Juli sind storniert, teilte das Unternehmen am Freitag, also heute, in München mit. Ob Pauschalreisen ab 6. Juli von anderen Anbietern durchgeführt werden können, ist noch offen. Wir fassen an der Stelle zusammen. Bis zum 5. Juli, Freitag, 5. Juli definitiv nicht. Das heißt nicht, dass sie ab dem 6. wieder stattfinden, sondern man versucht sich jetzt mit den 4 Wochen Luft, die man sich jetzt sozusagen dadurch versprochen hat, danach jemanden zu finden, der das Paket übernimmt. Welche Reisen sind betroffen? Eine Lösung erscheint möglich, aber nicht in den nächsten Tagen, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Axel Bierbach. Noch vor wenigen Tagen hatte der Rechtsanwalt genau diese Hoffnung geweckt. Darüber haben wir schon gesprochen. Das verlinke ich euch hier. Noch vor wenigen Tagen hatte der. Aber wie gesagt, für viele Anbieter ist das Ganze zu kompliziert. Die Entscheidung der Absage betrifft alle Pauschalreisen, Einzelbuchungen und Einzelleistungen. Davon sind nun auch etwa Mietwagenbuchungen, Drive FTI, Cars and Camper über Check24 betroffen. Die zum FTI-Konzern gehörende Tochtergesellschaft Big Extra Touristik hat gestern am Donnerstag ebenfalls Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt, so teilte die DPA mit. Was passiert mit den Reisen nach dem 6. Juli, werden Sie jetzt einige von euch fragen. Auch da gibt es Informationen. Ziel sei es, Urlaubern ab dem 6. Juli eine Reise in der geplanten Zeit an das Ge Ziel sei es, ab dem 6. Juli die Kunden an das geplante Ziel zu bringen im Rahmen der geplanten Reise. Aber wie gesagt, dafür bräuchte man jemanden, der einspringt und das auch zum vereinbarten Reisepreis, soweit der Insolvenzverwalter. Was ist mit Reisenden, die aktuell im FTI-Urlaub sind? Solltet ihr das hier sehen und schon unterwegs sein, vor Ort sein? Die Verantwortlichen hatten die Priorität zunächst auf die rund 60.000 Menschen gelegt, die gerade in den Zielgebieten unterwegs waren. Sie sollten ihren begonnenen Urlaub zu Ende führen und planmäßig und sicher nach Hause reisen können. Dem war nicht so. Wir haben in den Kommentarzeilen, wir haben im Kommentarsektor unseres bisherigen Beitrags ganz deutlich gehört, dass das eben nicht der Fall war und welche Schwierigkeiten da vor Ort aufgetreten sind. Für Kunden bereits angetretener Pauschalreisen springt der DRSF, das ist der von mir eben angesprochene Sicherungsfonds, ein.
Außerdem sind alle Kundenzahlungen der über FTI gebuchten Pauschalreisen vom Reisesicherungsfonds abgesichert, wenn die Leistungen nicht erbracht werden. Wer nur Einzelleistungen wie eine Hotelübernachtung oder einen Mietwagen gebucht hat, fällt allerdings nicht unter diese Absicherung. Das war's auf die Schnelle von dieser Ad-Hoc-Meldung. Wir bleiben für euch am Ball und halten euch auf dem Laufenden, sollte es Neuigkeiten darüber hinausgeben. Eine Bitte an euch, solltet ihr vor Ort sein, Erfahrungen gemacht haben, Informationen haben, teilt uns bitte in den Kommentaren mit. Ihr solltet mittlerweile wissen, wir lesen, was in den Kommentaren steht und möchten das auch weitergeben an all jene, die gerade im FTU-Urlaub sind und dankbar sind für jede Information, die sie erhalten oder in den nächsten Tagen und Wochen mit FTI in Urlaub fliegen wollten. Teilt uns bitte mit. In diesem Sinne, habt einen schönen Urlaub, mit wem auch immer ihr gebucht habt, hoffentlich nicht mit FTI. So wie es aussieht, bekommt ihr zumindest, wenn ihr pauschal mit FTI gebucht habt, jetzt euer Geld irgendwann zurück. Nur hilft euch das recht wenig, wenn ihr jetzt in Urlaub fliegen wolltet bis zum 5. Juli. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.